Okay. Ja, hallo, Tjerk Nagel. Wie sehen Sie morgen die Chancen von Carsten Otto? Was sind so die Vorteile von Corradina und Carsten Otto als Team? Als Team finde ich das Pferd und das Paar schon international, was sie schon alles gewonnen haben in Deutschland. Das erfolgreichste Pferd der letzten Jahre mit Medaillen, mehrfach gewonnen. Ich glaube schon, dass da das Paar als solches sehr weit vorne steht. Und weil sie eben auch punktemäßig auch ein bisschen Vorteil haben, glaube ich, dass das jetzt am Ende eine sichere Sache nach Hause gefahren wird. Und wie sehen Sie so die speziellen Dinge hier am Turnier? Was ist hier speziell? Was macht dieses Turnier aus? Und was werden morgen vielleicht die Schwierigkeiten in der Prüfung sein? Ja, das kommt ja sicherlich ein bisschen auf den Parcours auf an, was morgen aufgebaut wird. Aber auf Corradina nochmal, die hat ja jetzt eben auch schon alles gezeigt in den Championaten. Und die Atmosphäre ist hier schon besonders. Ich finde, diese Halle hat was Besonderes von der Atmosphäre, von der Größe. Auch wo sie gebaut worden ist hier von der Olympiade her, hat dieses Bauwesen doch immer imposant und sehr viele Zuschauer. Ich finde, das ist schon eine besondere Stimmung, wenn man hier in diese Halle reinreitet. Dankeschön.